So, eine weitere Runde mit Chris of the Storm auf Tower of Doom steht an. Es geht weiter in Richtung Silber. Letzte Runde hatten wir einfach keine Chance, weil wir zu schlecht waren. Und wir haben Coca-Cola auf der Gegnerseite. Der hatte, glaube ich, den Diablo gespielt. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen mehr Glück haben jetzt. Um das Spiel an uns zu reißen. 3 DDs ist schon mal ein bisschen zu. Mega squishy Woche, ein bisschen Frontline. Habe ich von Rexha spielen, weil der Rexha mich zurzeit ein bisschen überrascht. Wave Clear, guten Slow, gute Kontrollmöglichkeiten. Zu spielen. Dieses Reich braucht mich. Das ist deutlich besser, ja. Okay, mit Ramen muss ich wahrscheinlich. Jäger und Sammler können wir nicht mal spielen hier. Zia Brocken, das ging Moradin ganz gut, aber Jäger und Sammler. 25 Globes, dann machen wir das mal. Wenn wir gegen Greyman Panzerung zu haben, ist gar nicht so schlecht. Okay. Schauen wir mal, wie das Game wird. Ist ein bisschen kalt. Eier geworden. Oh. Ihr solltet vielleicht langsam aufpassen. Bald beginnt der Kampf. So, wir werden natürlich leichte Beute spielen. Wir brauchen keine Imbiss. Aber natürlich. Wir gleich direkt runtergehen mit Misha. Und dann werden wir mal Jäger und Sammler spielen. Mit 15 Panzerung ist ganz okay. Das ist ein sehr schweres Talent. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Das ist gut für Misha, aber ich glaube, wir brauchen es 4, nicht. 3, 1. Dies war einst mein Zuhause. Jetzt ist es euer Schlachtfeld. So soll es sein. Hier, Misha.
gleich die Minions blocken. Bis alle Frontliner am Leben bleiben. Gegen Graham wird es ein bisschen schwierig. Zu mir, Misha. Erreich sie, Misha. Hier, Misha. Unsere Wege kreuzen sich. Erreich sie, Misha. Hier, Misha. Vergeudet euer Talent nicht. Hier, Misha. Hier, Misha. Was? Zu mir, Misha. Unsere Wege kreuzen. Erreich sie, Misha. Ein Held wurde getötet. Gesicht. So, nicht mehr lange. Dann werden die Altäre erscheinen. Bereitet euch vor. Wir müssen sie vor dem Feind beanspruchen. Dann ist er wieder da. Jetzt können wir mal gucken, was wir gleich machen werden. Zwei Globes haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen was. Mal kurz in die Mitte gehen und da auch noch ein bisschen Globes holen. Instinktiv. Endlich! Die Altäre sind bereit! Nehmt sie ein! Und zwar schnell! Unsere Türme nehmen den Rabenfürst unter Beschuss! Zu mir, Misha! Ich werde den Rabenfürsten in die Knie zwingen! So viel Lärm um nichts. Wiedersehen. Ja, Helden! Feuer frei! Camp machen. Auch nochmal Globes. Lasst uns sehen, ob ihr diesmal eure Lektion lernt. Wählt ein Talent. So, ich gehe Mitte, hol mir da die Erfahrungspunkte, würde ich sagen, mit Rexa. Werden die Altäre uns gehören. Zerreiß sie, Misha. Los geht's.
Geistzahn. Dieser Held wird jetzt den Boden dünnen. Oder einfach zum Himmel stinken. Nicht abschlecken, Misha. Wer weiß, wo das vorher gewesen ist. Talent gefällig? Also, natürlich den Slow-Control-Fähigkeiten ist das A und O, was ich hier benötige. Türme feuern! Vernichtet den Rabenfürsten! Wird jetzt ein bisschen schwierig. Hier lang. Sterbt! Hier, Mischa. Bitte sollst also da aufpassen. Ich gehe mal, glaube ich, nach oben. Mal das Camp da versuchen. Ich brauche dringend mehr Globes. Dann gegen Muradin jetzt. Oh oh. Das war natürlich nicht. Zehn. Das Camp da unten können wir tatsächlich machen. Einen vernichtenden Schlag versetzen. Fragt mich nicht, wo sie hingehen, wenn sie sterben. Noch einer für den Lichtkönig. Lass den Angriff beginnen. Blutrausch. Okay, Misha ist dead. Der Rabenfürst. Aber wir kriegen den Tower, sehr gut. Nicht absprechen. Ich kann jetzt gerade nicht mitfighten. Wählt ein Talent. 6 Sekunden nicht viel machen. Los geht's. So. Angriffsgeschwindigkeit. Dann. Hoffentlich kommen die jetzt hier nicht um die Ecke. Zyklop, Lilly ist oder dead, ich gehe Mitte. Ordentlich Globs durchbekommen, der den Greymander weg. Ich jetzt als nächstes, ich würde sagen, ja, die Dinger einnehmen. Vier Globs fehlen mir noch. Hier, Misha. Ich wandere allein. Die
sie für sich beanspruchen. Seht zu, dass ihr das seid. Habt ihr gelernt, so zu töten? Das war unausweichlich. Ich habe Bitterung aufgenommen. Demonstriert dem Rabenfürsten meine Macht! Ich habe den Eindruck, eure Feinde wissen nicht wirklich, was sie tun. Absolute Perfektion. Hier, gedodged. Demonstriert dem Rabenfürsten meine Macht! Wollt ihr mal Mitte, um mir dann noch die letzten Globes. Wählt ein Talent. Letzten Globes. Und da muss ich mal gucken, was wir bei den Gespielen totstellen. Schichterung. Sieht doch nicht ganz gut aus für uns. Helden, ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel geöffnet, der zur Mitte des Schlachtfelds führt. Nutzt ihn weise. Oh, ich werde meinem Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten. Und noch eine Leiche im Nexus. Ja, da geh ich mal besser nicht hin. Riskant. Hier, Mischa. Fass. Entfesselt die Bestie. Oh, ein Glück fehlt mir noch. Ja, lass die Altäre erscheinen. Zeig mir so lieben. Ich gehe mal hoch. Wir hoffen, dass sie das hier unten jetzt irgendwie gebacken bekommen. Die Altäre stehen bereit. Nehmt sie vor den Handlangern des Rabenfürsten ein. Damit habt ihr sogar mich beeindruckt. Guter Kampf. Ich werde den Rabenfürsten in die Knie zwingen. Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Der Pfad ist Feuer frei. Schon tot? Jämmerlich. Doppelkill. Absolute Perfektion. Lasst die Türme feuern. Vernichtet den Rabenfürsten. Chaos. Movement Speed hat der gute geskillt. Oh, das ist mein letzter Globe jetzt. Geht doch nicht. Und zwar.
Also das erste im Late Game zu fertig zu haben, ist halt ein bisschen dürftig. Wenn ich die Mitte und die Camps jetzt erstmal wieder mache. Ja, vielleicht kommt da noch eine Wave, mal gucken. Die Altäre werden bald erscheinen, Helden. Zu mir, Mischa. Erreiß sie, Mischa. Hey, vergeudet euer Talent leider nicht. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Gelernt, so zu töten. Auf Wiedersehen. Doppelkill. Nice. Sehr schön. Awesome. Das hat Spaß gemacht. Ich wusste, dass ich euch vertrauen kann. MVP. Rexa holt Punkte rein. Wow, das gab ja mal richtig Bonuspunkte. Ach, Handicap. Ach so, stimmt, ich habe ja Handicap. Handicap, stimmt ja. Das war ein richtig cooles Spiel, würde ich mal sagen. Wir haben den Grammy gut unter Kontrolle gehalten. Wir müssen aber auch allerdings wieder über unser eigenes Team reden. Denn Kael'thas war nicht stark. Da war sozusagen das dritte Rad am Wagen. Das fünfte Rad am Wagen, weil es ist 26.000, ist einfach viel zu wenig mit Kael'thas. Achtmal gestorben, hat nichts auf die Kette bekommen. Für Asmodan, gute Lilly, die das versucht hat gegenzuheilen, der Thrall und die ganze Front dann, die sie hatten, waren eigentlich immer relativ einfach zu besiegen für mich. Greyman, Coca-Cola mit Greyman nicht gerade atemberaubend stark. Ja, der Rexa, der hat hier einen guten Job erledigt, würde ich sagen. War ein okayes Game, relativ safe gespielt. Ja, die Panzerung leider zum Schluss erst bekommen, was nicht so gut war. Dann muss ich halt mal schauen, dass ich das beim nächsten Mal ein bisschen früher habe. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.